Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen bei der Reportage über die Städtlifasnacht Willisau. Der Beitrag ermöglicht das Inserat der Karnöffelzunft und das Engagement von folgenden Firmen. Der Beitrag ist auch in voller Länge gratis auf YouTube zu sehen. Gehen Sie bei Google einfach Stichwort TeleNapf Städtlifasnacht 2015 ein. Sehen Sie jetzt einen weiteren Teil. Und die nächste Zunft, die wir seit vielen Jahren hier bei uns an der Städtlifasnacht begrüßen, wäre die Zunft zum Dunkelmeier von Luzern. Die Zunft zum Dunkelmeier ist 1939 gegründet worden. Sie haben gegenwärtig 49 Aktive. Es ist eine Familienzunft aus dem Luzerner Oberdonquartier. Zunftmeister 2015 ist der Turi Müller, begleitet von der Zunftgöttin der Tildi Sonne. Ihre blau-weißen Kostüme, das stellt Luzerner Landsknecht dar, ist es ein Wahrzeichen von der Zunft zur Dunkelreihe. Scheinungsfahrten und ganz andere Dinge, sie Buchtumpflege und Geselligkeit untereinander haben. Zunft zum Dunkelmeier, seit vielen Jahren bei uns zu Gast. Herzlich willkommen und das Jahr an der Städtlifasnacht. Nächstes dürfen wir wieder eine Familiengruppe begrüßen, das mal von Willisau, Gruppe Baba Weize. Baba Weize, das sind 13 Erwachsene und 12 Kinder. Wir sind 2013 als Gruppe unterwegs in der Fasnacht. Ihres Motto hier, Wikinger. Baba Weize aus Willisau.
Und dann heisst es herzlich willkommen, Muttgezunft von Ebtiswil. Auch Sie, ein Stammgast der Städtlifasnacht, Muttgezunft, mit Ihrem Zunftmeister, dem Walter Häfliger, mit seiner Frau Margrit. 1953 ist die Zunft gegründet worden. Sie hat im Moment 130 Mitglieder, davon 15 Zunftwirte. Muttgezunft kommt das gesellige Leben, Pflege und die Erhaltung von alten Volksbrüchen in der Gemeinde Ebtiswil und Albiswil. Alle Jahr, wenn Sie einen grossen Umzug an Fasnachtsonntag, der berühmte Rottal-Umzug, das Jahr allerdings findet er in Luzern statt. Muttgezunft Ebtiswil mit dem Meisterpaar Walter und Margrit Häfliger. Begrüßen wir die Fleckenzunft von Telemünster. Mit dem Zunftmeister im Richard, dem Ersten, dem Richard Loos. Die Fleckenzunft ist 1901 gegründet worden und zählt 160 Mitglieder. Wir als Motto: einen für alle, alle für einen. Die Verbundenheit zu Telemünster, alte Brüche, die Zunft und die Flecken aufrecht.
und für voll kulturelle und gemeinwohlige Ziele. Nicht fehlen an den Bühnen der Fleckenzunft, der legendäre Rino Alpin, Jahrgang 1929. Herzlich willkommen an Fleckenzunft, Ballermünster mit dem Zunftmeister Richard im Ersten. Das Motto, frisches Blut in
ist immer gut. Jetzt geht es zu den 28 Mitgliedern. Und sie haben an der Fahrtwärtsrettung jeweils eine grosse Anlass, nämlich die Fahrtwärtsrettungsparty im Rathaus. Herzlichen Dank dafür, dass sie das wieder so gut organisieren. Jetzt geht es von Willisau. Nummer 22, das ist eine Premiere. Wir begrüßen ganz herzlich dort zu Willisau, die Ameisenzunft von Rotenburg. Der Zunftmeister, der Ameisenvater, ist der Markus Koch. Und seine Frau, die Mirta Koch-Stöckli, ist eine waschechte Willisauerin und hier im Städtli aufgewachsen. Für uns natürlich ein Grund gesehen, die Ameisenzunft von Rotenburg zu uns einzuladen. Herzlich willkommen! 45 Mitglieder hat die Ameisenzunft. 1982 ist sie gegründet worden. Am 6. Februar haben sie ihre traditionelle Eingürtel bekommen. Und am 5. Dienstag sind sie eine große Mannschaft in der Hintergrundzunft. Die Ameisenzunft hat den Zunft in der Musik und der Spürli. Und in der Hintergrundzunft werden sie traditionell Thank you.
Mit Motorversorgung Sissi Top. Mit dem Renzi 40 Grad wurde 1987. Sind die Chance Wattlauf, Wattlauf Sissi Top. Sich treffen, kleiden, Fasnacht ist ja schnell vorbei. Hauptsache, sie haben
Spass dabei. Herzlich willkommen zum Heini von Uli für Sösi. Einfach royal präsentieren Sie hier mit einem grossen Wagen.